Die Eisbären sind heute zu Gast in Krefeld bei den Pinguinen und Mannschaftsbetreuer Thorsten hat schon alles vorbereitet. Gleich wird die Mannschaft dann in die Kabine reinkommen. 7.30 Uhr war heute früh schon Abfahrt. Ankunft jetzt dann ungefähr um 15 Uhr. Und so sieht die Spielstätte des heutigen Tages ohne Zuschauer aus. Fassungsvermögen über 8000 Zuschauer. Das ist schon beeindruckend, sehr groß und sehr großzügig gebaut. Die Eisbären Regensburg beim Warming-up vor der Partie in Krefeld. Die Regensburger ohne die verletzten Richard Diewisch und Thomas Schwamberger. Lukas Flade nicht im Kader. Und es fehlt leider auch Andrew Jogan. Der ist krank, hat am Freitag ja noch eingenetzt, aber kränkelte unter der Woche schon am Freitag. Da konnte er sich noch durchbeißen, aber heute geht nichts. Und wenn er krank ist, dann besteht natürlich auch die Gefahr, dass er die anderen Spieler im Bus ansteckt bei dieser langen Reise heute. Die Eisbären also ohne den Mann, der inzwischen bei 27 Toren steht. Der Goldhelm der Regensburger in der letzten Partie. Aber jetzt müssen die anderen in die Bresche springen. Kevin Slezak dafür in der zweiten Reihe. Die Eisbären Regensburg verteidigen nochmal, haben ihr Herz in die Hand genommen. 5:3 steht es für Regensburg. Eine Sensation, wenn es dabei bleibt. Und es sind nur noch 30 Sekunden zu spielen. Der erste Sieg einer Regensburger Eishockeymannschaft in Krefeld. Und jetzt haben sie sogar noch die Chance auf ein Empty-Net-Goal. Sie versuchen es nochmal, aber da wird nichts draus. Noch einmal Angriff der Krefelder. Aber 16 Sekunden nur noch zu spielen vor über 4600 Zuschauer. Und Regensburg schlägt nach einem zwischenzeitlichen 3:3 erbarmungslos zurück. 3:2 hatte Constantinople die Regensburger in Führung gebracht im letzten Drittel, nachdem er es 2:2 nach dem ersten Spielabschnitt gestanden hatte. Dann aber der Ausgleichstreffer und dann 4:3 Terry Cameron, Schlagschuss von der blauen Linie und dann 5:3 Corey Trivino. Was für ein Spiel hier in Krefeld. Die letzten Sekunden laufen und die Hausherren, die Pinguine, sie wissen, wir sind geschlagen. Ich sag's nochmal, erster Sieg der Eisbären überhaupt in der Geschichte des Regensburger Eishockeys in Krefeld. Achter Sieg in Folge und das ohne Andrew Jogan. Trainer Max Kaltenhauser ist jetzt nach der Pressekonferenz zu uns gekommen. Max, unglaublich, oder? Ja, überragend. Überragende Leistung von den Jungs. Brutal gekämpft bis zum Schluss und am Ende dann aber, finde ich, auch verdient gewonnen. 8 Siege in Folge, das konnte kein Mensch vorhersehen. Das ist Wahnsinn eigentlich, oder? Ja, ist absoluter Wahnsinn. Aber das Gute gleichzeitig ist, dass man, klar, ist immer ein bisschen Glück dabei, aber das war auch schon, wenn wir verloren haben, war ich da oft schon mal dann das Pech dabei. Und von dem her, glaube ich, gleicht sich das ganz gut, aus, was wir am Anfang ein bisschen Pech gehabt haben. Und es ist auch verdient, würde ich sagen, dass wir so oft gewonnen haben. Klar, man hat das eine oder andere verlieren können. Aber ja, am Ende des Tages ist es uns wurscht. Es sind wieder 3 ganz große Punkte für uns und wir sind natürlich mega happy. Ein Wort noch zum Einsatz der Mannschaft, Riesenkampfgeist und das ohne Andrew Jogan. Ja, aber ich habe immer schon gesagt, wir sind mehr als diese eine Reihe. Das haben wir im letzten Spiel gezeigt, das haben wir heute gezeigt. Und selbst wenn auch nur die Tore schießen, sagen wir, das haben wir das vorher auch schon immer gezeigt, weil alle verteidigen das Tor, alle bringen eine Entlastung und so weiter. Und man sagt das immer so schön, es ist egal, wer die Tore schießt, das ist tatsächlich so. Und in unserer Mannschaft auch, ich freue mich natürlich über jeden, auch wenn mal ein anderer der Glückliche ist, aber am Ende... So ticken wir, das ist am Ende zählt die Mannschaft, so blöd es klingt, aber es gibt auch Mannschaften, da sagt man das und das ist aber in Wirklichkeit nicht so. Bei uns ist das so, war mir schon immer wichtig und so wollen wir als Organisation sein. Momentan ernten wir die Früchte. Dankeschön, Max Kaltenhauser.